Die nächste Lokomotive ist die E41001. Sie wurde für leichte Züge im Güter- und Personenverkehr auf Haupt- und Nebenbahn gebaut. Ab 1956 als Mehrzwecklokomotive in Dienst gestellt, wurde von so gut wie allen Lokomotivenherstellern in der BRD mit insgesamt 451 Exemplaren für die Bundesbahn gebaut. Schon im Serienbetrieb war sie für die Wendezugsteuerung ausgerüstet. Anfangs wurde die E41 wie bei den hier gezeigten E41001 in dunkelblau-schwarz lackiert. Mit ihrer für die Bundesbahn später typischen grün-schwarzen Farbgebung und den charakteristischen Schaltgeräuschen im Anfang erhielt die E41 den Spitznamen Knallfrosch. Thank you.